Hallo, wir machen ein Pudding-Teilchen-Kuchen, habt ihr ja gelesen. Und zwar, ich nehme heute meine quadratische Form. Dann habe ich den Pudding einfach schon zubereitet, weil der ist ja, den habe ich ja eh nach Packungsanleitung von dem Puddingpulver gemacht. Der ist ja jetzt nicht sozusagen selber gemacht. Nur als der Pudding schon fertig war, habe ich dann einfach noch 100 Gramm Schmand untergehoben, dass er ein bisschen lockerer ist. Und dann halt schön mit Frischhaltefolie direkt auf die Oberfläche vom Pudding abgedeckt, damit es keine Haut gibt. Das ist das Einzige, was ich vorbereitet habe. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Teig. Und zwar, wir brauchen einmal 250 Gramm Mehl. Dann 125 Milliliter Milch, die steht hinter mir, weil ich die warm machen musste, weil wir ja die Hefe da reingeben. Dann kommen wir auch gleich zu der Hefe. Einen halben Würfel Hefe, ein Ei, ein Teelöffel Salz und 40 Gramm Butter. Und die hole ich gleich, die habe ich vergessen. Also ich habe sie eigentlich nicht vergessen, aber ich habe sie auf die Heizung gestellt, damit sie ein bisschen weicher wird. Und das sind die Zutaten für den Teig. Dann haben wir ja hier den Pudding. Dann habe ich hier einfach so eine Schüssel Himbeeren, weil ich gedacht habe, was Frisches könnten wir da noch reingeben. Und später für die Glasur habe ich hier so 40 Gramm Puderzucker. Und das rühren wir einfach mit ein bisschen Zitrone an. Und dann habe ich alles. Ja, dann können wir jetzt starten. So, jetzt fangen wir mal an, in die lauwarme Milch den halben Würfel Hefe zu bröseln. So, jetzt geht's weiter. Übrigens habe ich doch was vergessen, und zwar 40 Gramm Zucker kommt ja noch da rein. Und zwar, wir tun jetzt einfach alle Zutaten zusammenmischen. Einmal das Ei, dann das Mehl, den fast vergessenen Zucker, das Salz und die Hefe mit der Milch. Und das verrühren wir jetzt. So, Dille, jetzt gebe ich noch die Butter dazu. Wahrscheinlich müssen wir dann auch noch ein bisschen Mehl dazu geben, befürchte ich, damit er nicht so klebt. Aber schauen wir mal. Also ein bisschen mehr Mehl müssen wir dazu geben. Aber ich glaube nicht allzu viel. Ja, das reicht, das merke ich schon. Und dann stellen wir jetzt gleich den Teig weg und dann kann er so eine halbe Stunde ruhen. Ich habe den Teig jetzt schon mal ausgerollt, weil ich sonst ja eh immer vor der Kamera rumhampel mit meinen Armen. Dachte ich, das kann ich schon mal machen und habe geguckt, dass ich so ein Rechteck rausbekomme. Und jetzt tun wir einfach mal, ich würde sagen, in so einem Abstand. Die Teigkarte ist etwas krumm, aber darauf kommt es jetzt auch nicht an. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. So eine Stränge gerade rausschneiden. Ich versuche mal 4 rauszubekommen. So, und dann habe ich die Puddingfüllung hier in so einen Spritzbeutel reingemacht. Ich habe da jetzt gerade einfach gar keinen Aufsatz drauf gemacht. Und jetzt gucken wir einfach, dass wir hier den Pudding drauf spritzen. So, und wenn wir das haben, können wir dann einfach noch je nach Belieben, wie viel man haben will, die Beeren dazugeben. Kann man natürlich auch weglassen. Ich habe jetzt nämlich noch mir so Schokotropfen rausgesucht. Die hatte ich noch da und habe gedacht, die mache ich da auch noch mit drauf. Und wie gesagt, das ist natürlich auch nur eine Geschmackssache, ob man das dazu mag oder nicht. Kann natürlich auch Nutzschokolade nehmen und lässt die Beeren weg, wie man will. Und jetzt müssen wir unsere Rollen einfach hier so
versuchen zuzukleben. Deswegen am besten nicht zu dünn ausrollen. Lieber ein bisschen dicker. Ich habe es hier an der Seite vielleicht ein bisschen dünn. So, jetzt haben wir hier unsere Röllchen. Ich habe jetzt hier in die Form Backpapier zur Sicherheit reingegeben. Oh, jetzt merke ich gerade, dass es jetzt schon wieder hier unten klebt. Jetzt gehen wir das einfach hier rein. Und hier platzt schon. Ich habe nämlich ein bisschen den Teig ein bisschen dünn ausgerollt, das wollte ich sagen. Brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Quetschen wir das mal ein bisschen zusammen, damit wir da auch alles reinbekommen. Und was wir jetzt noch machen, ist das Ganze mit etwas Milch bepinseln. Und dann müssen wir es noch mal einen Moment ruhen lassen. Und was mir eingefallen ist, dass man eigentlich erst jetzt hätte den Ofen einstellen brauchen, weil das Ganze ja noch mal gehen soll. Und wie gesagt, auf 180 Grad. So, der Countdown läuft. Gleich geht's ab in den Ofen. Aber zuvor tun wir jetzt gerade noch mal ein bisschen Milch drauf. Und dann geht's aber tatsächlich ab in den Ofen. Und in der Zwischenzeit können wir uns ja schon mal die Glasur anrühren und zwar einfach ein bisschen Zitrone dazugeben und lieber nach und nach was reingeben, weil das soll ja nicht zu flüssig werden. So, jetzt geht's zum Abschluss. Also bei mir war das Ganze jetzt 30 Minuten im Ofen. Und jetzt haben wir ja noch unseren Zuckerguss. Und man kann es entweder also überall bepinseln oder einfach so drüber geben. Dafür habe ich mich jetzt entschieden. Kann man machen, wie man mag. Und wir sind schon wieder fertig. Also ich glaube, ich muss gar nichts weiter dazu sagen, weil alle Sachen habe ich gesagt. Und dann zeige ich es euch einfach aus der Nähe. So sehen die Teilchen von nahem aus. Ich zeige euch hier mal noch bei dem Rest, wie weich das ist. Das ist wirklich ganz weich. Also ich muss nur ganz mit sanftem Druck drauf gehen. Und dann macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!